Hallo, liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports und willkommen zurück zum Replay-Dienstag. Wir schauen heute Nobody 262 über die Schulter und er sitzt im Tier 3 leichten Panzercruiser MK2 heißt das Ding, glaube ich. Hier steht nur Cruiser 2. Und, ja, was soll man sagen? Es ist ein leichter Panzer, der, eine Trollkanone hat ein Leistungsgewicht von 10 PS pro Tonne und dementsprechend einfach mal rotzen langsam ist. Der hat eine Topspeed von, ich glaube, mehr als 40 hat er nicht. Und ich werde jetzt schon euch verraten, er macht in diesem Gefecht keinen einzigen Schadenspunkt. Aber, ich habe ja die Auswertung gesehen, er macht sehr viel Spotting Damage. Ich bin sehr gespannt, wie das hier läuft. Ich habe keine Ahnung, ob er sechsten Sinn oder irgendwas drauf hat. Er hat sich jetzt hier in den Busch gestellt und so wie das aussieht, geht er da nicht auf. Das ist echt witzig. Also ein leichter Panzer mit einer Trollgun, der also den Tarnwert in der Bewegung nicht verliert, den er im Stehen hat. Das ist echt der Wahnsinn. Er hat jetzt schon, ich habe keine Ahnung, alle, die da vorne stehen, aufgemacht. Leider sehen wir das hier nicht. Das wird mir witzigerweise bei den Replays, die älter sind, nicht mehr korrekt angezeigt. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Wir sehen nur an den Badges oben aufgeklärt, Unterstützung für Verbündete. Und ich glaube, das ganze gegnerische Team weiß einfach nicht so richtig, wie ihm geschieht. Der UI steht komplett offen, KV-1 links steht offen, KV-1 vor ihm steht offen, VK-30 steht offen. Da ist jetzt noch eine Matilda. Das ist im Prinzip wie Tontauben schießen für sein gegnerisches Team, weil vermutlich das rote Team selber gar nicht genug Sichtweite hat, um zum Beispiel die Fahrzeuge dort den BDR oder den DW2 aufzumachen. Den T25 eventuell schon. Das Einzige, was ich nicht so richtig verstehe, warum sein Team da jetzt also nicht wirklich so viel draus zieht, denn zum Beispiel die Matilda und der VK, die standen so lange offen, genauso der OE Experimental, der hat gerade mal 200 irgendwas Hitpoints verloren. Die Matilda kommt ihm da jetzt ein bisschen nahe, auch der VK, aber er hat halt Tarnnetz und Scherenfernrohr, das ist ein leichter Panzer hinter dem Busch, was soll, also ganz ehrlich, was soll da passieren? In der Zwischenzeit kann ich ja noch was zur Kanone sagen, die hat eine Genauigkeit von, oh, der Churchill, 0,58. Einzielzeit von, ich habe es mir aufgeschrieben, 3,4 Sekunden mit Heat-Durchschlagskraft von 47 und 370 Alpha. 370 Alpha! Das auf Tier 3. Das ist schon ziemlich geil. Mit Heat hat er eine Pen von 110. Da kann man also auch mal einen KV-1 ziemlich nett ärgern. Und da hat er ein Alpha von 280. Ist nicht ganz so viel, aber reicht immer noch zu. Und ja, KV-1 könnte da eigentlich auch beschossen werden, aber sein Team trifft nicht, ja. Sie treffen nicht. Es steht jetzt 6:4. Ich bin echt erstaunt, dass das so lange dauert, um die da zusammenzuschießen. Aber gut, also er steht hier ganz gut. Es macht auch absolut keinen Sinn, jetzt diese Position zu verlassen. Denn da läuft er nur Gefahr, dass er aufgeht. Und links noch ein Sherman. Ja, also, ich weiß ja, dass er keinen Schaden macht. Ich weiß aber, wie viel Spotting-Damage er am Ende macht. Und das kann ich euch sagen, das ist für einen Tier 3 leichten Panzer bombastisch. Also, ich glaube, ich habe mit dem Lux mal so viel Spotting-Damage geschafft, aber das ist ein Tier 4 Panzer. Und wohlgemerkt, der Lux sieht auch Seamer. Da ist das also in einer ordentlichen Position nicht so schwer. Der hier, der Cruiser, ist zwar ein leichter Panzer, hat aber keinen klassisches Scout-Matchmaking, wie man es kennt. Also er sieht jetzt keine Sechser, sondern er wird ganz regulär zwischen Tier 3 bis Tier 5 gematcht. Und von daher, ja, also ich meine auch mit der Geschwindigkeit, kommst du in keine einzige Scout-Position, ne? Also ohne Scheiß, da hast du keine Chance. So, er guckt jetzt, ob er auf den M4 oder den Cruiser schießen kann. Der mit HE kann er da schon den einen oder anderen rausnehmen. Da ist der OE Experimental, den zu penetrieren. Nun, das wird schwierig. Wenn er ihn penetriert, kann er ihn rausnehmen, aber das Risiko würde ich nicht eingehen, auch wenn der UI jetzt hier die Seite zeigt. Da stehen noch genug Gegner irgendwo rum, die ihn mal locker rausknipsen können, gerade die Matilda.
Oder auch der Churchill. Die könnte da schon nochmal Aua machen. Und der Churchill hat noch 360 Hitpoints. So, UI frisst jetzt. Jetzt kommt der Churchill wieder hoch. Er hat überhaupt keinen Grund zu schießen. Denn sein Team hinten, die haben sich jetzt da alle wunderbar positioniert. Und hauen da einfach einen nach dem anderen weg. Und ich glaube, die Gegner fragen sich immer noch, warum sie offen sind. Beziehungsweise würde ich glatt vermuten, dass sie denken, dass der DW oder der BDR oder der Panzer 4H da hinten sie aufmachen. Ich glaube, die vermuten einfach gar nicht, dass hier ein Scout in dem Busch steht. Weil ganz ehrlich, die Position, wenn man nicht gerade in so einem Low-Tier-Gefecht ist oder maximal Tier 5 vielleicht, ist die eigentlich gar nicht so geil, weil wenn man da reinfährt, da ist man eigentlich immer instant offen. Also, ich glaube, das Fahrzeug hier hat eine Sichtweite von 330 oder 340 Meter. Ich glaube, ich habe es mir aufgeschrieben. 330 Stock. Das ist für die Tierstufe schon gut, aber wenn man uns jetzt vorstellen, wir machen da dieselbe Aktion mit einem 5er-Scout oder einem 6er, dann haben einfach die regulären Mates oder Heavies schon so viel Sichtweite, dass man gar nicht bis in diese Buschreihe kommt. Beziehungsweise muss man dafür schon sehr viel Glück haben. Und ja, da ist die Runde rum. Er hat keinen einzigen Schuss abgegeben. 15:6 gewinnt sein Team und wir gucken mal ganz schnell in die Auswertung, wie viel Spotting Damage es am Ende wirklich war. Da haben wir die Auswertung und wir sehen es, es war, es ist so geil eigentlich, ohne einen einzigen Schuss abgegeben zu haben, eine erste Klasse. Also herzlichen Glückwunsch, ich habe das glaube ich in der Form noch nicht geschafft. Es gab den Spotter und es gab Patrol Duty, das ist auf Deutsch glaube ich der Wachposten. Und diese Medaille kriegt man tatsächlich nicht so oft. Awarded to the player who helps the team damage at least 6 enemy vehicles by highlighting them. The tanks must be highlighted only by you when they take damage. Das Spannende ist, wenn man sich das Replay nochmal anguckt, dass er am Anfang in dem Busch nicht alleine stand und trotzdem wurde scheinbar ihm der komplette Spotting Damage oder das Spotting zugerechnet. Sehr interessant. Wir sehen, er steht, wo ist er denn? Hier. Er steht mit den Erfahrungspunkten von 720 auf Platz 2. Keinen einzigen Schadenspunkt, wie gesagt, hat er gemacht. Und insgesamt waren das 2674 Spotting Damage auf einem Tier 3. Da kriege ich mich nicht mehr ein. Und der Witz ist dabei, er macht trotzdem 20.000 Minus. Hä? Warum? Er hat doch überhaupt nicht geschossen. Also, ich weiß nicht, warum jetzt hier ihm 40.000 Credits für Munitionskosten angerechnet werden. Wargaming oder What Replays? Was ist denn das für ein Bug? Kann mir das bitte jemand mal erklären? Ich verstehe es nicht wirklich. Also, wir haben ja gesehen, er hat keinen einzigen Schuss abgegeben. Warum er, keine Ahnung, das muss ein Bug sein. Oder er hat nachträglich, er war Munition leer. Ich habe jetzt nicht drauf geguckt. Hatte er aber keine Munition dabei? Ich weiß es nicht. Also, wie auch immer, es ist völlig egal. Er hat keinen Schuss abgegeben. In meinen Augen ist das jetzt erstmal ein Bug. Aber, wie gesagt, ich habe mir jetzt nicht, habe jetzt gar nicht drauf geguckt, ob er überhaupt Munition dabei hatte oder was auch immer. Wer es weiß, bitte mal in die Kommentare schreiben. Er hat keinen Premium-Account, deswegen bleibt es bei 720 Erfahrungspunkte, aber auf Tier 3 ist das auch nicht so schlecht. 1080 wären es mit Premium-Account gewesen. Und ja, sehr witzige Runde, muss ich sagen. In der zweiten Runde gibt es dann auf jeden Fall wieder Schaden und das nicht zu wenig, das kann ich euch versprechen. Und da springen wir jetzt auch gleich mal rein. Da sind wir in der zweiten Runde und wir sind mit dem E50 in einem Top-Tier-Gefecht gefahren von Taint 99 und er ist im Zug mit Tommy 3000, der im T54 sitzt. Beides in meinen Augen zwei herausragende Medium-Panzer auf der Tierstufe 9. Der E50 ist nicht ganz so mobil wie der T54 oder vielleicht andere Mediums, aber man muss sagen, er hat dafür eine richtig gute Panzerung. Man darf ihn nicht zu sehr anwinkeln, denn dann überwinkelt man quasi und die Leute können in deine Seite schießen. Aber wenn ihr euch nur leicht anwinkelt und vielleicht ein bisschen hin und her wickelt, dann bounzt an dem Ding schon so einiges. Im Grunde muss man sagen, es ist ein Heavy mit Übermotorisierung, denn das Ding fährt bis zu 60 Sachen und es... Er ist halt sau schwer, ne? Man kann mit ihm wunderbar rammen.
Und auch die Kanone ist mit 220 Pen und 390 Alpha. Das ist 390 Alpha, das ist Wahnsinn. Wirklich super gut. Und vor allen Dingen, das ist eine der genauesten Medium-Kanonen, die es so gibt. 0,30 Genauigkeit. Man kann also mit dem E50 wunderbar snipern. Tja, und dieser M4, AMX M4 an die Seite, der hat einfach mal null Chance und kriegt erstmal eine richtig fiese Kelle verpasst. Und die beiden sind hier auf Ensk auf die Medium-Line gefahren. Obwohl, wir gucken mal kurz, sie sind die einzigen Mediums aus ihrem Team. Die Gegner haben dafür vier Mediums, aber sie kriegen ein bisschen Unterstützung von den drei Lights und dem Jagdpanther. Und irgendwo ganz hinten, ich guck mal kurz, steht noch ein T29 rum. Ja, gut, der weiß als Low-Tier Heavy hier nicht so richtig wohin. Allerdings so weit hinten muss er dann auch nicht stehen. So, da geht der M4 gleich mal raus, würde ich sagen. Er hat ihm nochmal einer hier verpasst und der T54 wird ihn da jetzt finishen. Ja, genau, da geht er raus. Das sind jetzt zwei Lights vom Gegner und der Komet. Der Komet, ja, der hat ein bisschen Pen-Probleme. Der hat nur 145 Pen mit der Top Gun. Nachladezeit ist im Stockzustand 9,6. Ah, schön. Und jetzt ramm ihn. Jawoll. Jawoll. So muss man den E50 fahren. Und der AMX 1390 prallt dann auch noch ein zweites Mal ab. Das ist echt hart, aber genau richtig gemacht. Ich mag den E50 wirklich sehr. Er hat jetzt schon einen Kill. Und ja, wie viel Schaden gemacht hat, sehen wir leider nicht. Aber es ist schon angeblich eine grüne W8. Schade, der Snapshot auf den T54E1 geht vorbei. Der ist AFK. Ich weiß nicht genau. Ah, der Challenger trifft ihn da. Der T54E1 scheint AFK zu sein. Er kann nicht auf ihn schießen. Das ist aus dem Weg. Wow, Challenger bounced. Wunderbar an die Seite. Komm, nimm ihn raus. Jawoll. Kill Nummer 2. Sie haben jetzt insgesamt schon 4 Kills. Und da ist der T49. Komm. Den kannst du auch rammen. Jawoll. Und tschüss. Das ist so geil. Er kriegt noch nicht mal selber Rammschaden. Er rammt ihm einfach mal 200 Schadenspunkte weg. Der absolute Wahnsinn. MT25, oh Gott, ein 6er Light, schießt ihm da mit APCR, ja, okay, kann man ihm nicht verdenken, aber der Challenger ist wichtiger, komm, ramm ihn, ah, und er zieht ihm da die Kette, aber er hat ganz schnell repariert, sehr gut, so, und jetzt den MT25, der hat 570 Hitpoints, ja, der schießt einmal drauf, ist das Ding einfach nur Low Life, es ist der Hammer. Trotzdem sieht es jetzt nicht so gut aus, 8:8, sein Team ist hier sehr auseinandergezogen, wohingegen die Gegner mit ihren Heavys da schon sehr nah am Cap stehen. Und der 1390 steht jetzt im Cap. Ja, das ist jetzt ganz gut. Dadurch wird ein bisschen Druck aufgebaut. Glücklich am T10 durchgekommen. Da kann man mit 220 Pen auch schon mal bouncen. Und jetzt hat er natürlich kein Rap-Kit mehr. Und kann ihm da jetzt... Ah, doch, jetzt... Na, ihr steht euch im Weg rum. Sehr schön, gekettet. So musste... Doch nicht? Oder hat er repariert? Ich dachte, er hat ihn gekettet. Und jetzt in die Unterwanne und super Gameplay. Gefällt mir richtig gut, wie die beiden hier zusammenarbeiten. 24 Sekunden, bis der Cap runter ist. Aber der M46 wird da wohl jetzt die cappen. Er wickelt und wackelt hier hin und her. Das ist genau das. So muss man den E50 fahren. Trotzdem nimmt er ihn jetzt den Fahrer raus. Den kann er direkt wieder reparieren und... Und auch den KV3 rammt er weg. Leider haben jetzt die zwei IS-3 decapped. Und jetzt ist es erstmal wichtig, den Oho hier rauszukriegen. Denn sonst ist in 50 Sekunden die Runde hier auch zu Ende. Ah, den Helm. Ah, Mist. Ja, das war jetzt eindeutig überwinkelt. Auf den Oho würde ich jetzt APCR auspacken. Ist mir völlig egal. Weil auf den hat er... Der bounce zwar gut in die Seite, da kommst du auch ohne APCR durch. Sehr gut. Also den Oho jetzt zu rammen, na, ich weiß nicht. Also ich meine, ja, der E50 ist gut zu rammen, aber auf einen japanischen Heavy, der hat er leider verschossen, würde ich es jetzt doch nicht unbedingt anlegen. Oh, und der IS-3 kommt da in der Seite durch. Wir gucken mal ganz kurz. Können wir es sehen?
Ich sehe es gar nicht, wo er durchgekommen ist. Ach, dort, ja, in die Seite. Das war halt ein Ticken überwinkelt, sonst wäre der ES3 höchstwahrscheinlich gebounced. Ah, und jetzt in dem Winkel hier rauszufahren, das ist keine gute Idee. Der ES3 hat nachgeladen mittlerweile. Wie viele Hitpoints hat sein Kumpel noch? Ah, der ist auch lowlife. Die sind also beide im One-Shot-Bereich für die ES3er. Das ist natürlich jetzt eine ganz kritische Situation. Und spätestens jetzt hätte ich auf APCR geladen. Denn auf ein ES3 will ich einfach sicheren Schaden machen. Und 220 Pen. Wieder so ein blöder Winkel. 220 Pen sind dann für den ES3 gerade frontal. Das kann mal zu wenig sein. Beziehungsweise, wenn man nicht die Zeit hat, in Ruhe zu zielen, dann ja, wird es halt schwierig. Warum er jetzt hier nicht im Sidescrape versucht, den Schuss auf ihn anzusetzen, verstehe ich nicht. Du hast da... Ja, okay. Okay. Jetzt bin ich gespannt, wie das hier ausgeht. Er kann jetzt hier nicht raus. Er kann nicht auf den ES3 drauf fahren. Er muss jetzt warten, bis er kommt. Oh, der Sidescrape. Ja, die Oberwand ist sehr schön. Jawohl. Der bounced. Ah, nicht rausfahren. Da steht rechts an der ES3. Du kriegst einen Seitenschuss. Oh Gott. Er wollte ihn jetzt raushaben. Er hat jetzt auch APCR drinne. So, jetzt muss er halt hoffen. Jetzt muss er hoffen, dass er ES3 bounced. Ja, das ist jetzt... Das war zu viel Zeit gelassen. Ja, die Su schreibt jetzt Noob. Nee, es ist einfach nicht aufgepasst, wann der ES3 geschossen hat. Das hat nichts mit Noob zu tun. Das kann man im Eifer des Gefechtes auch einfach mal vergessen oder nicht mitkriegen. Du hättest dort nicht zögern sollen. Wenn du direkt rausgefahren wärst und den ES3 in die Seite geschossen hättest, dann wäre das vielleicht anders ausgegangen. Aber trotzdem, wunderbare Runde. Ich fand das richtig gut, wie ihr zusammengespielt habt. Dass ihr jetzt am Ende gegen die zwei ES3 da so ein bisschen im eigenen Cap eingekesselt seid. Ja, gut. Ich hätte, vielleicht hätte dein T-54-Kumpel sich auch irgendwie an eine andere Position hin verziehen können. Weil er hatte noch da eine Rückzugsmöglichkeit Richtung rechts. Alles andere schwierig. Einzig der letzte Schuss halt. Der war ein bisschen übermotiviert, möchte ich mal sagen. Aber wir gucken uns mal die Auswertung an. Da haben wir die Auswertung. Es war im Loose Match ein Panzerass mit dem E50. Herzlichen Glückwunsch, auch wenn natürlich gerade der letzte Move ein bisschen unglücklich war. Aber ich hätte es vielleicht genauso gemacht. Gerade in solchen Situationen, da ist natürlich das Adrenalin irgendwo da oben. Und dann kann man so solche Fehler schon mal machen. Sei es drum. Trotzdem, ihr habt richtig gut gespielt. Den Schläger, den Duellanten, Kämpfer, Wirkungsfeuer und Großkaliber gab's noch dazu. Insgesamt habt ihr, hier steht's ja auch im Titel, 10 Kills gemacht. Also daran sieht man schon, dass der Rest des Teams eher durch Abwesenheit geglänzt hat. Das heißt, ihr habt 2/3 des Gegnerteams alleine kaputt gemacht oder zumindest zerstört. Wir gucken mal, 5308 Schadenspunkte hast du gemacht. Das ist auf einem Tier 9 Medium wirklich herausragend gut. 5 Kills, wie gesagt, 822 Basiserfahrungspunkte. Aber du hast ja Großkaliber bekommen und dadurch bekommst du die Differenz an Erfahrungspunkten noch dazu, als wenn du halt gewonnen hättest. Und dass diese Summe zusammen ermöglicht ist, dir dann im Loose-Match auch das Panzerass zu holen. Denn ganz ehrlich, mit 822 Erfahrungspunkten Basis bekommt man im E50, ich würde mal tippen, eine dritte Klasse. Und deswegen, ja, ergibt sich so das Panzerass. Dein Kumpel Tommy hat im T-54 mit 3900 Schadenspunkten auch eine super geile Runde abgeliefert. Auch das ist ein mega geiler Wert. Wir dürfen auch nicht vergessen, der T-54 hat einen Alpha von 320, glaube ich. Also nicht ganz so hoch wie der E50. Das heißt, man muss schon ein bisschen öfters schießen und vor allen Dingen auch treffen und durchschlagen, dass man auf die Schadenswerte kommt.
Ansonsten 2190 Schadenspunkte gebounced. Daran sehen wir, ja, der E50 ist eigentlich ein Heavy im Medium-Kleid oder ein Medium im Heavy-Kleid, je nachdem, wie man das sieht. Hat auf jeden Fall eine sehr starke Panzerung, wenn man sie richtig einsetzt. Und 537 Schadenspunkte ermöglicht. Insgesamt mit Achievements, ich glaube, das ist auch nochmal für die tapfere Gegenwehr, ich bin mir nicht ganz sicher, sind es dann 30.900 Credits. Und mit auch nochmal Achievements, also tapfere Gegenwehr und für das Fahren im Platoon, sind es dann trotz des verlorenen Gefechtes 2.108 Erfahrungspunkte. Und das sind doch Werte, die kann man sich in so einem Gefecht, auch wenn es verloren gegangen ist, auf jeden Fall mal geben. Vielen Dank auch an Taint oder an dich, Taint, für dieses schöne Replay. Wir hatten heute wirklich die großen Unterschiede. Wir hatten Low-Tier mit keinem Damage und einer ersten Klasse. Und wir hatten, ich sag mal, fast High-Tier, also Tier 9, mit einem Panzerass, richtig viel Schaden und leider verloren. So ist es halt manchmal. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da. Schreibt eure Meinung über die beiden Gefechte in die Kommentare. Und dann sehen wir uns wieder zu einem der nächsten Videos hier bei mir auf dem Kanal. Macht's gut, ciao, ciao. Euer O'Hare.